Und da sind wir wieder mitten in der Hamburger Hospizwoche. Bei mir wieder Sven Goldbach, ich bin Fanny Fantastic. Und in unserer ersten Folge gestern ging es ja um stationäre Hospize. Heute wollen wir uns mal mit der Palliativversorgung im Krankenhaus beschäftigen. Sven, mein Lieber, palliativ, was heißt das überhaupt? Palliation, Fanny, heißt ummanteln. Das heißt, den Patienten, den Menschen sozusagen komplett umgeben in all seinen Facetten. Das heißt, das Pflegerische, das Medizinische, das Psychosoziale, aber auch das Spirituelle sozusagen in der Komplettversorgung zu haben. Mhm. Und im Krankenhaus, ein Krankenhaus ist ja nun kein stationäres Hospiz, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Abteilungen. Mhm. Worin besteht nun der Unterschied zur Palliativversorgung im Krankenhaus im Gegensatz zu einem stationären Hospiz? Mhm. Also das Krankenhaus kann natürlich viel mehr Diagnostik noch machen. Das wird in Hospizen nicht gemacht. Und die Krankenhäuser haben natürlich viel mehr technische und labortechnische Möglichkeiten, die Hospiz- oder ambulante Dienste nicht haben. Das Krankenhaus hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren ja viel geändert, dass sie die Palliation auch zulassen und Menschen auch gehen lassen dort. Wir sehen, dass das in den letzten Jahren in fast allen Hamburger Krankenhäusern Palliativstationen entstanden sind oder palliative Konsiliardienste in den Kliniken etabliert worden sind, sodass Menschen, die mit einer lebenslimitierenden Diagnose auch in die Kliniken gehen, dort auf einer Palliativstation oder durch einen palliativen Konsiliardienst ganz anders betreut werden können als auf einer normalen Krankenhausstation, wie wir sie vielleicht alle kennen. Ja, also für mich als Blondine, was heißt Konsiliardienst? Ein palliativer Konsiliardienst ist oft in den Kliniken, die eine Palliativstation haben, aber natürlich auch nur begrenzt Betten haben und nicht alle Menschen dort aufnehmen können. Das heißt, dort geht ein Arzt und eine Pflegefachkraft auch auf andere Bereiche, zum Beispiel auf eine innere oder chirurgische Station, wo ein Mensch mit einer palliativen Diagnose liegt, und beraten dort das Pflegepersonal und die Ärzte, die Chirurgen oder Neurologen, wie sie diesen Patienten vielleicht besser medikamentös oder auch pflegerisch einstellen können, dass die Symptome gelindert werden. Und du sagtest gerade auch, mittlerweile gibt es fast in jedem Hamburger Krankenhaus so eine Station. Genau, wir haben in fast allen Hamburger Krankenhäusern mittlerweile Palliativstationen. Das sind Stationen, wo wirklich Menschen hinverlegt werden können, die spezielle Krisen in der Palliation haben. Also zum Beispiel ganz, ganz starke Schmerzen, die zu Hause oder im Hospiz schlecht eingestellt werden können, wo wirklich rund um die Uhr auch erforderlich ist, dass Pflegefachkräfte oder Ärzte bei der Einstellung dabei sind oder man experimentiert ein bisschen und guckt, dass die Palliation sehr kreativ und das muss dann unter stationärer Kontrolle gemacht werden. Und das ist für Menschen zum Beispiel, die dann auf eine Palliativstation kommen. Und im Krankenhaus arbeiten dann da auch Ehrenamtliche auf so einer Hospizstation? Ja, wir haben Gott sei Dank durch das Hospiz- und Palliativgesetz, was vor ist auch verpflichtend geworden, dass die Palliativstationen in den Krankenhäusern auch mit ehrenamtlichen Sterbebegleitern zusammenarbeiten. Das heißt, dort findet auch eine ehrenamtliche Betreuung mit statt. Okay, ja, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann mal um ambulante Hospizdienste, also Menschen, die unterwegs sind und Palliativarbeit leisten. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen.